Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Werkstatt Simulator 2021. Und ich würde sagen, ab mit ihm nach innen. Der Nissan 370Z Nismo. Wunderschönes Auto. Gehört zum DLC vom Nissan DLC 2018er Modell. Was hat er denn? Oh, nun Kühlflüssigkeit wechseln. Ja, wenn das das einzige Problem ist, dann machen wir das doch gerne. Und einmal festziehen. So, und dann können wir auch direkt wieder nachfüllen. Das war ja ein leichtes. Aber bevor wir ihn abgeben, würde ich ihn schon gerne einmal fahren. Weil ich finde, das gehört irgendwie dazu. Gehen wir nochmal hier auf die VMAX-Strecke. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. So, kurzen Moment. Ein herrlicher Sound. Auf geht's. Der Wagen hat viele Probleme. Herrlich. Herrlich. Herrlich, herrlich. War das schön, hä? Das hat Spaß gemacht. Das ist ein tolles Auto. Das gefällt mir. Coole Sache. Wir müssen auf jeden Fall so ein Auto finden im Game und auftunen. Da hat uns jetzt nicht so viel Geld gebracht, aber was soll's, ne? So, hier haben wir einen Auftrag. Kriegen wir 25% mehr Gehalt. Deshalb nehmen wir den auf jeden Fall mal. Huch, das wollte ich gar nicht. Den einmal auf die Hebebühne und dann gucken wir direkt nach, was er hat. Was hat der Gute? Der hat nämlich einige Probleme. So, wir müssen die ganzen Bremsbeläge ändern und irgendwas am lauten Auspuff. Da gucken wir doch mal nach. Das ist das kleinste Problem. Zwei Bremsbeläge, drei Bremssättel, eine Bremsscheibe. Dann kaufen wir das nämlich schon mal, bevor wir gleich wieder hier alles suchen müssen. Also wir brauchen eine Bremsscheibe, zwei Bremsbeläge waren drei und Sattel waren zwei, glaube ich. Richtig? Nein, Sattel waren zwei, scheiße. Okay, egal. Belege waren drei. Nein, Sattel waren drei. So. Es ist eigentlich egal. Das Ding muss eh runter und Bremsen tauschen wir ja auch am laufenden Band. Von daher denke ich mal, ist das das kleinste Problem. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Ich meine, viele meiner Zuschauer sind ja relativ jung. Von daher, kann man schlecht diese Frage eigentlich stellen. Aber wie sieht das bei euch oder euren Eltern aus? Wechselt ihr selber Reifen oder lasst ihr eine Werkstatt das machen? Und wie sieht es aus im Themenbereich Bremsscheiben? Selber wechseln oder auch die Werkstatt? Also ich bin ehrlich,
Reifen wechseln habe ich damals immer selbst gemacht. War mit dem Renault auch nie ein Problem. Aber beim Mustang ist das Drehmoment der Reifen so dermaßen krass, dass ich da tatsächlich sage, nee, lass mal lieber. Das kann eine Werkstatt deutlich besser als ich. Außer Bremsen. Bremsen habe ich immer schon in der Werkstatt machen lassen, weil das ein Sicherheitsfeature ist vom Auto. Ein Feature? Nein, eigentlich eine Standardausstattung. Aber das habe ich dann doch lieber in der Werkstatt machen lassen, weil... Naja. Ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich, das Ganze. So, hier kommen die neuen Belege drauf. Und direkt ein neuer Bremssattel, weil der alte war hinüber. Die Kolben sind noch in Ordnung, das ist gut. So, die alte Felge kommt auch wieder drauf. Sehr gut. Dann können wir direkt den Endschalldämpfer abbauen, wenn wir einmal hier hinten sind. So. Ah, ich sehe schon. Hier ist die Scheibe. Ich wollte gerade schon fertig drücken, aber hier ist die Scheibe noch hinüber. Und der Mittelschalldämpfer ist auch defekt. Sehr gut. Ne, ist der Katalysator. Entschuldigung, Leute. Es ist der Cut, der da defekt ist. So, und einmal ganz nach vorne gehen. Den brauchen wir auch nochmal neu. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. Nagelneuer Cut für dich, Jung. Dann ist der Wagen auch nicht mehr so laut. Ich weiß gar nicht, was der für ein Problem hat. Ein V8 eingebaut und hat ein Problem mit der Lautstärke. Ist doch wunderbar, wenn das Auto nach ein bisschen Motorsound klingt. Meistens ist es ja mittlerweile so. Boah, hat der viele Schrauben. Dass die Motoren eh nur noch ein... Sound aus dem Bereich hier Dingens haben. Wie heißt es? Im Bereich einer Soundbox. Mittlerweile haben die fast alle eine Soundbox leider und keinen Originalsound mehr. Wunderbar. Gibt wieder ein paar Credits. 1542, das ist doch mal eine Summe, die können wir gebrauchen. Wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall diese Bonus-Credits-Autos bekommen. Alles normale Aufträge. Die lehnen wir mal eben ab. Kurz warten. Dann gibt es gleich neue Aufträge, das ist immer so. Da ist nämlich einer, die Bremsen sind schlecht. Und es gibt wieder Bonusgeld. Manchmal muss man einfach auch mal Aufträge ablehnen, weil man kann nicht für jedes Fahrzeug da sein. Wir haben nur eine Hebebühne, das ist eine gute Ausrede. Von daher passt das schon. So, Kollege, was ist dein Problem? Rede mit mir. Bremsen sind schlecht. Bremse ist... Okay. Einmal die Wartung durchführen. So, wir haben einmal ein defektes ABS-Steuergerät, was lebensgefährlich ist natürlich. So, das schreiben wir einmal auf unsere Liste. Sonst ist hier nichts.
Dann entfernen wir einmal alle Flüssigkeiten. Wenn, machen wir was Vernünftiges daraus, ne? Einmal alle nachfüllen. Ist schon krass manchmal. Ich glaube, so Werkstätten sehen einiges, wo sie nur den Kopf schütteln können. Das gute alte grüne Kühlmittel. Sehr lecker. So, wunderbar. Einmal die Bremsflüssigkeit nachfüllen. Der Behälter ist jetzt relativ klein. So. So, das waren... Ah ne, die Servo brauchen wir noch. Die gute Servoflüssigkeit ist, glaube ich, auch so rötlich. Genau, herrlich. Somit sind die Aufgaben erledigt. Genau. Jetzt müssen wir uns einmal das Fahrzeug von unten anschauen. Er hat ja diverse Bremsprobleme. Hier sehe ich schon eins. Da haben wir doch schon ein Problem. Der Bremssattel ist hinüber. Ist auch der Kolben hinüber. Und der Kolben selbst geht noch. Ich glaube, hier ist die Bremsscheibe definitiv hinüber. Ja. So, dann dürfte laut Adam Riese hier alles in Ordnung sein. Wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, herrlich. Gehen wir einmal in den Shop. Suchen einmal die Sachen. Ach ja, das ABS-Steuergerät ist ja ein Elektronikteil und wird im Elektronik-Shop erworben. Ein Bremsbelag und eine Bremsscheibe. Dann können wir auch schon wieder montieren. Das ist so tricky. Eigentlich ist ja klar, was immer defekt ist, ne? Es fehlt ja. Ich hab's ja demontiert. Die schönen Retro-Felgen, die richtig schick sind. Optisch machen die schon was her. Dann gehen wir zur anderen Seite. Hauptbremssattel. Ich bin gespannt, ob wir wirklich noch einen Jaguar zu Gesicht bekommen. Hier haben wir die Bremsscheibe defekt. Die Bremsbeläge waren hier defekt. Der Bremssattel war in Ordnung. Sehr schön. Jetzt müssen wir die Karre einmal runterlassen. Und dann bauen wir noch das neue ABS-Steuergerät ein, damit die Bremsen auch ordentlich packen und funktionieren. Klappe zu, Auto fertig. Sehr gut. Was kriegen wir? 1795.
Na, fast 6000 auf der Uhr. Sehr gut. Ah, ja. Wenn man vom Teufel redet. Oh, eine S30, eine Fair Lady. Wunderschönes Auto. Aber wir nehmen den Jaguar aus dem neuen DLC. Oh, was mit ihm passiert? Oh, guck dich dem... Komm, Junge, geh an, bitte. Oh, falscher Sitz. Falsche Seite, englisches Modell. Okay. Keine Chance, geht nicht an. Hopp auf die Hebebühne. Gib mir deine Probleme, Junge. Alle Nockenwellen. Wasserpumpen, Riemenscheibe. Also Nockenwellen. V12HE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 Stück. Nockenwellenlagerklappen. 12 Stück. Moment. Kaufen wir als erstes. Nockenwellenlager. Halt. Oh, was ist jetzt passiert? Ah, da sind wir wieder. Alles gut. Weder A, B noch irgendwas dran, ne? Wir brauchen die Klappen davon. Das sind die Deckel. Wir brauchen aber die Klappen. V6. Ah, hier haben wir sie doch. 12 Stück an der Zahl brauchen wir. Sehr gut. Dann haben wir das. Dann brauchen wir Nockenwellendeckel. Eine A, einer B. Ein A, ein B. Haben wir. Und dann Wasserpumpe V12 und Wasserpumpenriemenscheibe. Und die Wasserpumpen-Riemenscheibe. Für... Oh, leck mich doch am Arsch. Schon wieder falscher Knopf. Ich flieg dann immer aus dem Spiel raus. Das ärgert mich auch extrem. Eine einfache Riemenscheibe steht hier nur. Nichts Besonderes. Okay, haben wir. Kraftstofffilter und Ölfilter. Gut, das kriegen wir auch noch hin. Einmal Kraftstofffilter und der Ölfilter V8 brauchen wir. So. Auf geht's. Erstmal demontieren hier alles. Ich glaube, das Ding hat nämlich... Boah, krass. Wir müssen ja hier alles auseinandernehmen. Luftfilter, bis wir an den Motor rankommen. Hat der noch irgendwo zwei Klappen? Tatsache. Boah, ist das gut versteckt, Leute. So, jetzt können wir den Deckel abnehmen, den Luftfilter entnehmen. Jetzt das. Dann die Drosselklappe. Standardgemäß immer mit 4 Schrauben. Und dann können wir den Ansaugkrümmer entfernen mit gefühlten 5 Millionen Schrauben. Finde ich gut. Genau mein Humor, Leute. Warum ist die Reparatur bei Jaguar so teuer? Kann ich euch sagen. Weil Milliarden von Schrauben gelöst werden müssen. Sehr gut. Na, da leckt mich doch am Arsch, Leute. Guckt euch das an. Jetzt wird's eklig von der Arbeit. Müssen wir hier jeden Deckel entfernen. Läuft bei uns.
Warum sind Sie Mechaniker geworden? Ich habe Zeit. Also, ohne Spaß, ich weiß auch nicht, wie das sein wird später mit den Mechanikern. So ein Elektromotor muss man bestimmt eine spezielle Schulung für ablegen. Wäre zumindest meine Vermutung. Das ist schon krass, dass mittlerweile alles dann... Da gibt's doch gar nicht, Leute. Wir müssen das ganze Ding auseinandernehmen, ne? So, Keilriemen ab. Okay, müssen wir eh wegen der Wasserpumpe. Auch ein riesen Wasserpumpengehäuse. Aber verständlich, so ein Fahrzeug muss gekühlt werden, ne? Das ist... Ah, ich habe die Flüssigkeit nicht abgelassen. Kostet 50 Credits. Ist okay. Glaube ich, kommen wir mit klar. Ah, jetzt wird's critical. Moment. Kurz die Servoflüssigkeit abziehen. Bevor ich jetzt hier anfange, die Servopumpe rauszuziehen. Man lernt ja aus Fehlern. Hat auf jeden Fall schon mal eine neue Lichtmaschine bekommen. So. WD-40 regelt, Leute. Natürlich bekommt der Besitzer natürlich auch neue Schrauben direkt eingesetzt. Wenn wir das Ding einmal auseinandernehmen, dann kriegt er natürlich auch neue Schrauben von uns spendiert. Aufs Haus. Ist das ein Krampf, Leute. Wahnsinn. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und Tschüssikowski, meine Freunde.